Bevor wir ein bisschen mehr über den Charakter deiner eigentlichen Arbeit sprechen, würde ich ganz gerne erfahren, warum du dich überhaupt für die Malerei entschieden hast, wie es dazu kam. Warum Malerei für Jonas Weichsel? Als junger Mensch habe ich ganz selbstbewusst gesagt, ich bin Maler und habe auch in Malern Vorbilder gesehen oder meine Referenzfiguren gehabt. Ich habe in Gotthard Graupner einen ganz tollen Künstler gesehen und auch in Ruprecht Geiger. Ich weiß noch, das hatte mich damals total fasziniert, dieses Schwarz-Weiß-Foto von dem alten Ruprecht Geiger, 80-jährig in seinem Atelier mit diesen riesengroßen Bildern. Und gleichzeitig, je mehr ich erfahren habe, desto mehr habe ich aber auch gemerkt, dass da so ein Reichtum schon herrscht, dass das schon so wahnsinnig besetzt ist, dass mich das erstmal komplett eingeschüchtert hat und ich deswegen auch eine Strategie entwickelt habe, wie ich Malerei machen kann, ohne bei mir selber zu sein. Das war, glaube ich, so eine Art Schutzreaktion. Das heißt, ich habe stilistische Wechsel vollzogen aus Konzept, also gestische Malerei, fotorealistische Malerei. Ich habe ganz viele andere Dinge gemacht, Video und auch viel Fotografie. Aber es ging letztendlich immer doch, und ich konnte da nicht dran vorbei, um die Frage, was ist ein Bild? Und was bedeutet es heute noch, bildnerisch, überhaupt schöpferisch, gebildnerisch tätig zu sein? Also was kann ein Maler heute überhaupt noch machen? Das heißt, ich habe quasi eine sehr malereikritische Haltung dann mit der Zeit auch angenommen und auch immer wieder aufs Neue überprüft, ist das, was ich da tue, für mich legitim oder auch insgesamt legitim? Hassliebe kann man, glaube ich, ganz gut sagen. Also ich liebe einfach Malerei über alles und malerische Positionen, ganz bestimmte malerische Positionen. Und gleichzeitig gibt es aber auch in meiner Generation, glaube ich, dieses Gefühl dieser visuellen Übersättigung sehr stark. Ja, also, und das ist jetzt ja nicht nur im Kunstbereich so, sondern insgesamt. Also dieses Überfluten von bildnerischem Material oder von Informationen. Und genau in dieser Zeit habe ich meine malerische Identität dann quasi entdecken können und entwickeln können und für mich legitimieren können, dass ich erkannt habe, okay, wenn du Maler bist, bedeutet das auch, dass du dir die Frage stellst, wie du sozusagen mit dieser Perversion der bildnerischen Überflutung umgehen kannst. Ja, also ist es zum Beispiel noch notwendig, da noch was hinzuzufügen und wenn ja, warum und wenn ja, was? Und das ist der Bodensatz, aus dem heraus ich auch meine Art von ultra-konzeptueller und ultra-präzise Malerei entwickelt hat, die also sehr aufwendig ist, die erlaubt, dass ich Malerei quasi über extrem lange Zeiträume auch denke, also sozusagen als fast schon reaktionäres Gegenmoment zu der maximalen Beschleunigung von bildnerischem Material oder auch Konsum von bildnerischem Material oder von Halbwertszeit von dem, was ein Bild, wann ist ein Bild noch aktuell, also eigentlich schon nach dem nächsten Mausklick ist das Bild nicht mehr aktuell. Und das hat mich quasi dann darin bestärkt, tatsächlich auch Maler sein zu dürfen oder sein zu können, aber es hat ein paar Jahre gedauert. Dann reden wir doch jetzt mal hier über die Cloudstrip. Naja, also der Titel Cloud ist ja doppeldeutig zu lesen. Auf der einen Seite das Naturphänomen und dann das hochtechnisierte Verfahren, Daten abzuspeichern. Und was mich daran interessiert, ist vor allem dieser Aspekt von Push and Pull, von Materialität und Entmaterialisierung, von sozusagen Zugang und auch sozusagen Abweisung, das sind ja Momente, die hier in den Arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise auch verhandelt werden. Und hier ist es ja beispielsweise so, dass die einzelnen Farbelemente ja ganz konkret sichtbar sind, lesbar sind, also materiell erfahrbar sind, aber über die Bewegung um das Bild und auch gerade über die große Distanz entmaterialisieren sich eigentlich die einzelnen Elemente und ziehen sich zusammen zu einer Sache, die eigentlich beides ist. Also die ist sozusagen anwesend und auch abwesend. Andererseits, was ich etwas rätselhaft finde, irritierend, aber natürlich spannend, dass dieses vertikale Prinzip
durch so eine leichte Krümmung verändert worden ist. Was hat es damit auf sich? Ja, diese leichte Krümmung ist im Grunde genommen ja erstmal so eine Situation, dass hier so eine logische Stringenz von einem Dreieck in Frage stellt. Also es gibt sozusagen keinen direkten Fluchtpunkt mehr, sondern es gibt auf einmal eine organische Bewegung innerhalb von einer statischen Situation. Und diese Sache fängt auf einmal an, ein eigenes Spiel zu spielen. Und das erweitert natürlich total die Lesbarkeit auch von der Arbeit, auch auf einer inhaltlichen Ebene. Offensichtlich ist ja auch diese dialektische Abfolge von hell und dunkel, die natürlich auch eine bestimmte Erzählung entwickelt, ne? Per Aspart, Astra und so weiter, Höhen und Tiefen. Und diese Narrative scheinen mir in deinen Arbeiten eine große Rolle zu spielen. Darauf weisen oft Klammern hin, Post-Albers oder da wird die Erinnerung an David Lynch aufgerufen. Und schon hat man parallele Vorstellungen. Das ist auch bei dieser Arbeit, der Fall dieser schmalen Arbeit, die heißt Fender und lässt natürlich an die weltberühmte Gitarrenfirma oder überhaupt ein Fender denken. Wie weit ist das eigentlich intendiert? Ich glaube, diese Analogie von dem, was man sieht und dem, was man hört oder wie ein Bild auch klingen kann, spielt auch eine große Rolle. Also Fender ist da vielleicht metaphorisch auch zu sehen, weil das ist ein Instrument, es ist eine Gitarre, aber es ist ja auch eine elektrische Gitarre, so wie meine Bilder insgesamt ja auch irgendwie alle electrified sind oder mit Geschwindigkeit zu tun haben oder mit Einsen und Nullen zu tun haben, mit einer Vorstellung von Transformation und so ist letztendlich auch die Arbeit Fender so ein Beispiel dafür, wie ein Titel einen Verweis geben kann, ohne die Arbeit aber zu sehr zu besetzen. Du hast eben im Zusammenhang mit deiner Malerei, mit diesen Arbeiten hier, erwähnt das Verfahren 0 und 1, also quasi auf dem der Computer auch beruht. Ja, ja. Wie weit spielt das bei dieser Arbeit hier eine Rolle? Bei dieser Arbeit Folded, also die wie ein Diptychon einmal aus dieser Wandarbeit besteht, die dieses Raster, schwarz-weiße Raster zeigt und dann in der vertikalen und dann aus dieser horizontalen Arbeit, die eine reine Monochromie ist. Ja. Es gibt die Null, der weiße Bildgrund und es gibt die Eins, das ist die Information, die in einem bestimmten Algorithmus angeordnet ist. Es gibt sozusagen vielleicht auch den Verweis auf einen Computerdisplay, auf den Pixel. Und das wird natürlich umso stärker lesbar, wo diese beiden Flächen so angeordnet sind wie ein Laptop, den man auf und zu falten kann oder auf und zu klappen kann. Wobei für mich an dieser Arbeit auch faszinierend ist, wiederum eine Dialektik, dass wenn du dir die Rasterarbeit anschaust, das ist ein Wahrnehmungsflimmern, also wie so ein atmender Organismus. Und wenn du dann den Blick hier auf die horizontale Arbeit verlagerst, dann ist das wie so eine konzentrierte Stille, laut und leise oder Chaos und Kosmos. Mhm. Also ganz antagonistische Kräfte, die da eine Rolle spielen. Also insofern ist das ein Geniestreich, diese beiden Tafeln in dieser Weise miteinander zu verbinden. Jonas, apropos Raum. Du arbeitest hier ja im Kunstverein Oldenburg sehr stark mit dem Raum. Da gibt es ja hier eine Gliederung durch die Stützen und durch die Oberlichter wird dieser Raum nochmal prononciert. Und für diesen Raum hast du diese Arbeit Simulation entwickelt. Mhm. Und gleichzeitig, was mir auffällt, gibt es dabei hier ja sehr prononciert diese Dialektik von Schärfe und Unschärfe. Das ist auch ein Motiv, das sich durch alle Arbeiten zieht und mir konstitutiv scheint für deine Kunst und für deine Werke. Was natürlich auch im höchsten Maße sich wiederum lesen lässt als ein Narrativ. Das heißt, es gibt immer so ein Abschatten. Also das, wenn etwas scharf gestellt ist und wenn etwas sehr scharf wahrgenommen wird, geht das immer auch auf Kosten eines anderen. Also auch eine Dialektik von Nähe und Ferne. Oder wie mir an anderer Stelle aufgefallen ist, bei den Pukallas, dass je näher man eine Sache anschaut, desto ferner schaut sie zurück. Also dieses berühmte Wort von Karl Kraus.
Das ist schon sehr erstaunlich. Andererseits gibt es Werke wie diese hier, wo du gänzlich ohne Farbe auskommst. Vielleicht magst du dazu noch was sagen, die natürlich auch einen Titel hat, Glass Pennies. Also vom Verfahren ist es letztendlich hier eine fotografische Arbeit, die basiert auf einem Scan-Prozess. Und was mich an der Arbeit vor allem auch interessiert hat, war das weiße Blatt Papier als metaphorischer Informationsträger, also der aber eben nur sich selbst repräsentiert und auch gleichzeitig von der Perspektive betrachtet wird, wie man normalerweise auch den Informationsträger niemals sieht, und zwar von der Rückseite, also sagen von der anderen Seite. Also wir gucken im Grunde genommen von unten anstatt von oben, also wir sehen eigentlich die Rückseite und nicht die Vorderseite. Und das Gleiche gilt letztendlich auch für die Arbeit Rekord, wobei da vorne diese Situation des Frontalen und des Rückseitigen noch eindeutiger verhandelt wird. Lass uns mal, wenn du magst, nochmal hier auf die Arbeiten hier schauen. Diese große Arbeit ist natürlich auch, wenn man über den Titel nachdenkt, ist natürlich auch ein grandioses Understatement. Eine SC-Arbeit, eine Singular Color, aber hinter dieser einen Farbe, nämlich dem Blau, verbergen sich natürlich ganz viele, also eine große Varietät an Blaufarben und auch eine große Varietät hinsichtlich der Aufteilung des Bildraums, hinsichtlich der Komposition, im Prinzip auch wieder in Opposition stehenden Phänomenen. Also auch wieder so ein dialektisches Spiel, was wir schon gesehen haben und du gefasst hast unter dem Begriff dialogisches Malen, Thema der Ausstellung, Debatte. Wie ist es zu diesem Gemälde gekommen und was war der Ausgangspunkt? Also ich habe quasi relativ früh oft auch Fragen gestellt, wie viel ist überhaupt notwendig, immer wieder neu zu machen und wie viele Dinge bieten quasi Raum für Auseinandersetzung und sind in sich eigentlich komplett unabgeschlossen und auch fast schon unendlich. Und es betrifft sowohl die Auseinandersetzung mit Farbe, als halt aber auch Fragen von ja, Verhältnismäßigkeit, also Komposition, also Ort der Farbe. Ja. Und was die Komposition kann, ist ein Inneres und die kann ein Äußeres. Und die kann, funktioniert tatsächlich auch klein und die funktioniert auch groß gleichermaßen. Es gibt eigentlich kein Format, wo die Komposition nicht funktioniert. Und die bietet eine Art Framing für das, was strukturell im Bild passiert, also sozusagen die Schärfe und die Unschärfe, die verschiedenen Oberflächen, als halt auch ein Streit oder vielleicht auch eine Hochzeit der Farben. Das ist ja das Post-Albers-Bild. Vielleicht fände ich es hier interessant, wenn du noch erläuterst, inwieweit diese Arbeit eine Auseinandersetzung mit den berühmten Interactions of Colors ist. Was Albers ja ausgezeichnet hat, war die verfahrenstechnische Einfachheit, die ja dann auch viele Minimalisten auch beeinflusst hat. Bei Albers ist ja so, dass die Farbe mit einem Palettmesser aufgetragen wird und das Wie war erstmal nicht die große Frage, sondern es ging vor allem um das Was, also welche Farben setzt man in Konstellationen zueinander und was machen diese Farben. Und bei mir ist es letztendlich dieser Moment, aber natürlich geht es auch sehr, sehr stark um das Wie und daher auch ein bisschen der ironische Titel Post-Albers. Vielleicht auch in dem Wissen, dass ein Bild nicht nur allein durch das Was neu entdeckt werden kann oder progressiv weiterentwickelt werden kann, sondern gerade in unserer hochtechnisierten Zeit ich immerhin eine Tür aufstoße, die auch ganz viel damit zu tun hat, mit dem Interesse, eine Situation vorzufinden, die tatsächlich so jedenfalls für mich noch nicht gesehen worden ist. Aber da kommt natürlich auch Lasertechnik ins Spiel und solche Sachen, oder? Lässt du wieder offen, redest du nicht drüber. Da sind auch so ein paar spezielle Techniken auf jeden Fall mit im Boot. Ich glaube auch. Zu guter Letzt Neapel. Das ist eigentlich Pure Painting. Aber im Verhältnis zu so einer digital gedruckten Oberfläche, wie wir es vorne bei Rekord haben, ist es immer wieder erstaunlich auch für mich zu sehen, wie wenig unterschiedlich tatsächlich die Bilder sind.
Also es teilweise sogar sich umdreht. Also macht es für die Rezeption extrem schwierig. Dieses Verhältnis zueinander. Deswegen frage ich eben. Interessiert mich natürlich enorm. Deswegen hängen die auch quasi gegenüber. Aber der Pinsel, der von der Maschine geführt ist, spielt ja schon eine Rolle bei dieser Arbeit. Ja, eigentlich die Hauptrolle. Das ist eine Art Fetischisierung von dieser Geste des Pinselstrichs, die wie so eine Art Transformation erfährt in so eine absolute Regelmäßigkeit oder vielleicht auch schon fast wie so eine Art Metapher vorgeführt. Hier hast du das geschafft, wovon Warhol immer geträumt hat. I wish I would like to be a machine. I wish I would be a machine. Deine Maschine ist der Pinsel, der gleichzeitig total das spiegelt, was du im Kopf bewegst, wie die Malerei sein sollte und gleichzeitig eben die Endsubjektivierung darstellt. Ja, es ist dieses Paradox. Es ist sozusagen eine unaufgelöste Situation zwischen Malerei-Vernichtung und Malerei-Manifest. Neuschaffung auch. Mhm. Wunderbar, ich danke. Ciao, ihr Lieben. Ich muss...